Wir sehen schon den Preis in der Hand. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Scharfes Gelb hat förmlich Unternehmen des Jahres hier in Senftenberg geworden. Glücklich, zufrieden, damit gerechnet? Glücklich, zufrieden, gerechnet überhaupt nicht. Denn alle, die im Hintergrund daran gearbeitet haben, dass wir heute hier sein oder hier sind, die haben natürlich, damit haben wir überhaupt gar nicht gerechnet. Wir sind total überrascht. Und ich glaube, das hat man auch in unseren Gesichtern gesehen, wo wir in dem Raum gestanden haben. Was denkt ihr selbst persönlich? Warum habt ihr euch den Preis auch mal jetzt verdient, so? Ja gut, man kann sich natürlich jeden Tag auf die Schulter klopfen, aber es ist halt tatsächlich so, dass wir, bei uns ist das Spruch, das Glück des Tüchtigen. Und ich glaube, wir haben die letzten 9 Jahre wirklich daran gearbeitet, da wo wir heute stehen. Und mit viel Schweiß, mit Enthusiasmus, natürlich mit viel Euphorie, das muss man auch haben in so einem Geschäft. Und ich denke, das ist eigentlich der Grund, warum wir auserkoren worden sind, diese Auszeichnung zu bekommen. Viel gearbeitet ist ein gutes Stichwort. Letztes Jahr ging es mit dem neuen Gebäude ja für mich an den Start, rundum erweitert, neues, ein bisschen Erlebnis auch geschaffen. Erstmal, wie ist es angekommen? Super, also das war für uns selbst eine Überraschung zu dem 1. Mai, wo wir das eröffnet haben, weil wir haben natürlich mit einigen gerechnet, aber mit so vielen Besuchern und anderen haben wir nicht gerechnet. Und für uns ist es ja der nächste Schritt in unserer Firmenhistorie gewesen, weil wir möchten natürlich in Senftenberg noch mehr Tourismus leben, auch natürlich für uns. Und wir sind ja damals angetreten mit dem Schlachtwort oder Schlachtsatz: Scharfes Gelb muss das fürs Seenland werden, was die grüne Gurke fürs Spreewald ist. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen in den letzten Jahren. Und das hat man auch gesehen, dass die Leute aus Senftenberg das nach außen auch zeigen, dass sie stolz sind, so ein Unternehmen zu haben, und gönnen uns das auch. Ihr wolltet auf jeden Fall immer kein Massenprodukt werden, glaube ich, war immer so das Credo. Mittlerweile habt ihr aber eine ordentliche Strahlkraft. Hat man da nicht Angst, dass das jetzt mittlerweile doch so eine Ausmaße annimmt? Ja, wir sind natürlich schon, natürlich ist die Außenwirkung schon so, wie du das sagst. Aber am Ende des Tages, wenn man mal hinter die Fassade schaut, wir sind schon in den 9 Bundesländern sehr gut aufgestellt, aber punktuell. Also das heißt nicht an jeder Ecke oder sowas. Und es hat sich halt entwickelt. Es war nicht so, war ja nicht so geplant. Wir wollten mal 1000 Flaschen pro Jahr machen, um uns einen schönen Urlaub zu gönnen. Aber mittlerweile ist es halt so gewachsen, und jeder weiß, wenn man wächst, will man es auch nicht aufhalten, weil dann würde man es ja künstlich tatsächlich klein halten. Und wir haben es einfach treiben lassen, aber wir sind trotzdem unserer Philosophie treu geblieben, dass wir sukzessiv wachsen und nicht von einem Tag auf dem anderen überproportional. Und mittlerweile ist Scharfes Gelb halt eine Marke, und das leben wir auch. Mit dem Blick auf dieses Jahr, was habt ihr noch vor? Oh, ne, wir sind natürlich dieses Jahr im Ostergeschäft mittlerweile ganz voll drinnen, ne? Und wir sind an der Planung. Wir feiern ja nächstes Jahr 10 Jahre Scharfes Gelb. Also es ist dann schon soweit. Das heißt also, alle, die zum 1. Mai nächstes Jahr zu uns kommen, können im Prinzip das erleben, was wir die letzten Jahre aufgespart haben, weil wir wollen natürlich einen richtig loslassen. Und ansonsten haben wir natürlich viele Highlights. Die Reisebusse werden ja immer mehr bei uns. Und zum Muttertag haben wir natürlich auch einen Tag der offenen Tür. Da kann jeder kommen und uns besuchen. Kaffee und Kuchen ist da. Für die Mamis kriegen bei uns ein bisschen Wein. Also wir haben das ganze Jahr noch ein paar Aktionen geplant. Und ich denke mal, wenn Ostern vorbei ist, wollen wir erstmal durchschnaufen, dann kommt der Sommer und dann geht es schon wieder eigentlich schon voll aufs Weihnachtsgeschäft. Aber 1. Mai 2020 sollte ganz dick angestrichen werden in Senftenberg.